Hallo meine Lieben da draußen. Heute machen wir Low Carb Pralinen und was ihr dazu braucht ist Palmfett, Palmin. So sieht die Verpackung aus, damit ihr das auch im Supermarkt wiederfindet. Dunkle Schokolade, ich habe jetzt hier 85%ige von Aldi, die heißt Moserrot. Ein bisschen Zucker. Hier habe ich Mandelaroma, das seht ihr jetzt gar nicht, da ein bisschen hier. Also Mandelaroma, damit es so ein bisschen marzipanig schmeckt. Und so Mini-Förmchen. Ich kann euch das mal im Vergleich zu meiner Hand zeigen. Also nicht unbedingt riesig, aber ist eine tolle Größe, um sich das, ja, um das so als Nachtisch oder so zu nehmen. Die kann man sich gut aufteilen, weil sie sich sehr gut schneiden lassen. Natürlich braucht ihr noch ein Wasserbad und ein Löffel. Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das ist nicht der Boden, der so klebt, sondern die Primark Potion. Und die haben solche Noppen unten drunter, die knatschen die ganze Zeit. Also lasst euch davon nicht stören. Und jetzt fangen wir an. Cut. Zuerst geben wir das Kokosfett rein. Und lassen das schmelzen, weil das schmilzt schon auf einer sehr, sehr niedrigen Temperatur und die Schokolade braucht immer etwas höhere Temperatur, damit sie schmilzt. Und so können wir das alles in Ruhe machen und die beiden Massen dann miteinander gut verbinden, wenn auch die Schokolade auf ihrem Schmelzpunkt ist. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen so einen großen Block nochmal mit rauszunehmen, weil es soll ja nicht nach Fett schmecken, sondern nach Schokolade. Und ich weiß nicht genau, wie der Geschmack dann verfälscht wird und wie ja, fettig es dann schmeckt und nicht nach Schokolade schmilzt oder so schmilzt wie Schokolade. Daher habe ich das erstmal so gelassen. Ich kann später, wenn ich die Konsistenz ungefähr weiß, dann ja immer noch ein bisschen was an Kokosfett oder Palmfett da rein tun. For days with her, and if you promise not to say a thing, I'm gonna buy. So, da mir das alles noch ein bisschen zu bitter schokoladig aussieht, gebe ich noch ein bisschen Schlagsahne rein. Nicht zu viel, weil sonst wird die ganze Masse nicht mehr hart im Kühlschrank, weil Sahne im Kühlschrank ja auch flüssig bleibt. Und das hatte ich das letzte Mal, dass das ein bisschen ärgerlich war. That girl, a diamond ring. I said, ooh, I think I love you. Ooh, I think I love you. I love you. My favorite girl. Jetzt sind wir fertig. Jetzt geht es nur noch ans Befüllen dieser Förm. Scheiße. Ja, so füllt man die nicht natürlich. Ja, moin. Das bringt nichts. Dafür habe ich ja noch welche übrig. So, nehmen wir eine kleine Kelle. Und befüllen Sie, dass da so noch ein bisschen ein kleiner Rand oben ist. Our love takes you by surprise. And I just didn't know what I was missing till you opened my eyes. And hey, maybe we could stay, maybe we could lay like this forever. So, et voilà, das sind sie jetzt. Und die kommen jetzt für ungefähr 4 Stunden im Kühlschrank.
damit sie hart werden. Und natürlich habe ich noch was von der Masse übrig.